Ja, es kann schon sein, dass einem einiges nicht passt in einem Land. Aber eines ist klar, wir leben trotzdem im lebenswertesten Land der Welt. Warum das so ist, das gibt es viele Gründe. Warum es unbedingt so weiterbleiben muss, ist ein Begriff, nämlich unsere Kinder. Und am 29. September entscheiden wir alle, ob Werner Faymann weitertragen darf. Ja, auch wunderschön, was? Das ist, und da steht ein waschechter Österreicher. Hallo, darf ich Sie kurz sprechen? Grüß Gott, servus, Alfons. Juri, ein typischer Österreicher. Woher kommen Sie, Juri? Aus dem ehemaligen Sowjetunion. Wie lange sind Sie schon Österreicher? Ja, seit 27 Jahren. Wahnsinn. Ist Österreich lebenswert? Ja. Was ist für Sie das Schönste an Österreich? Na ja, wissen Sie, diese Vielfalt, ja. Und hat sich alles geändert. Schöner geworden, ja, moderner geworden, ja. Alles. Naschmark, der Juri hat es gerade gesagt, hier leben seit Generationen Menschen zusammen in Frieden und Freiheit. Da drüben das Obst, das Gemüse, da der Fisch, da ein. Lassen Sie mich raten, grüß Gott, Sie sind Wiener. Ich bin ein Deutscher. Aber ein Wiener. Ein Wiener, ich bin seit 14 Jahren in Wien. Mein Name ist Klaus Minet, ich bin der... Ich bin hier beim Fischviertel am Naschmarkt und beim Steakviertel Restaurantleiter. Also Wien ist für mich, Österreich an sich, ein sicheres Land. Mit einer guten Organisation, auch die öffentlichen Verkehrsmittel natürlich, sehr gut ausgebaut. Wien ist eine super Stadt. Hey, wie alt sind Sie denn? 23. Was ist wichtig für einen 23-jährigen Menschen in diesem Land, für die Zukunft? Familie. Ja, Sicherheit. Und Freunde. Arbeit, ne? Ja. Also Sie bleiben, Sie sind in Herzen und Geist und Seele Österreicherin. Ja. Sie auch. Was ist für Sie wichtig für die Zukunft? Ja, auch die Dinge und ein sicherer Arbeitsplatz. Naja, dann wissen wir eigentlich eh alle, wie es weitergehen wird. Dankeschön, meine Damen. Servus, wiederschauen. Ja, wieder.